Bei mir im Studio ist jetzt ein Mann, der die Jugoslawienkriege hautnah miterlebt hat. Als ORF-Korrespondent hat Fritz Orter von den Geschehnissen berichtet. Schönen guten Tag, Herr Orter. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Eine prinzipielle Frage zu Beginn. Sie haben gesagt, Sie hassen den Krieg und doch haben Sie von 14 Kriegen insgesamt berichtet. Warum haben Sie sich das angetan? Naja, Kriegsberichterstatter, das hatte so ein bisschen einen anrüchigen, wenn man so will, klischeehaften Ruf. Das sind die Haudegen, die sich da von einer Frontlinie zur anderen fortbewegen und sich vorher vielleicht noch an der Bar ansaufen. Also diesem Klischee wollte ich nie entsprechen, weil mich, wie gesagt, nicht die Kriegsherren interessiert haben, sondern ihre Opfer. Und zu denen bin ich in 14 Kriegen gefahren, weil man doch oft das Gefühl hatte, die Leute, die warten auf einen, weil sie sich von der eigenen Regierung im Stich gelassen fühlten, von den eigenen Militärs verraten. Und irgendwie waren wir dann für diese Menschen, für diese Opfer der Kriege, ein Tor zur Welt, wo sie eben ihr Schicksal erläutern konnten, auch in der Hoffnung, dass man ihnen hilft. Sie sind also in 14 Kriegen gewesen. Hat sich der Konflikt in Jugoslawien in irgendeiner Weise unterschieden oder ist Krieg einfach gleich Krieg? Nein, natürlich dieser Krieg, wenn man so will, den Balkankrieg der 90er Jahre, der hat sich natürlich schon nach Titos Tod nicht als Krieg angekündigt, sondern als Zerfall Jugoslawiens. Dieses Vielvölkergemenge, das war in Auflösung begriffen nach Titos Tod. Es begann in Slowenien, wo die Unabhängigkeitsbestrebungen am stärksten waren. Es folgte dann Kroatien. Serbien wollte das zuerst nicht, hat von einem Großserbien geträumt. Die Demokratiebewegungen in Slowenien, in Kroatien, fanden in Serbien wenig Anklang. Aber bei allen Analysen, die wir damals auch machten, und Reportagen in den 80er Jahren, dass das in einen derartigen blutigen Krieg ausarten würde, hat keiner wissen können, zumal ja die deutsche Wiedervereinigung 89 friedlich vonstatten ging. Selbst die Implosion der Sowjetunion ohne Krieg. Also dachte man, dass Jugoslawien vielleicht auch sich so auflösen wird. Aber da haben wir uns alle sehr getäuscht. Wahrscheinlich ist es bei diesem Krieg nicht anders als bei allen anderen auch. Die Ausgangssituation ist oft sehr komplex. Und wenn Sie dann zum Geschehen stoßen, bestehen da bereits uralte Animositäten, Ansprüche, Kränkungen. Wie verschafft man sich denn einen Überblick, um die Geschehnisse einigermaßen einordnen zu können? Nun, das gilt generell für die Auslandsberichterstatter. Überall, nicht nur in Kriegsgebieten, man braucht, wenn man in diese Gebiete fährt, vor Ort, wie das so schön heißt, Mitarbeiter, denen man vertrauen kann. Also, und meine Devise war immer, selbst im Krieg schützt dich nicht ein Helm oder eine Splitterweste, sondern der gut informierte Mitarbeiter, der dir sagt, wo sind die Grenzen, wie weit darfst du gehen, wenn du die überschreitest, riskierst du dein Leben. Und ich habe versucht, mich an diese Empfehlungen und Ratschläge immer zu halten. Und natürlich, Voraussetzung ist auch, dass man natürlich dort Menschen kennengelernt hat, mit denen man dann immer in Kontakt war. Ich zum Beispiel bis heute mit meinen Dozenten, Producern in Sarajevo und Belgrad. Also im Gespräch mit ihnen entwickelt man dann auch die Geschichten. Wenn man dann vor Ort ist, Menschen nahe kommt, Zeuge von furchtbaren Verbrechen wird, ist es dann überhaupt noch möglich, neutral zu bleiben und ausgewogen zu berichten? Neutral nicht, aber objektiv. Die Vorstellung, die man auch hier oft dann in den Heimatredaktionen hatte, wechsel heute mal die Frontlinien. Ja, das müssen Sie sich vorstellen in den Balkankriegen. Da waren Sie einmal auf der Seite der Kroaten, dann waren Sie auf der Seite der Serben. Also wir als Österreicher und Deutsche hatten da große Probleme, weil sie uns ja immer als Ustascher Fernsehen diffamiert haben mit Morddrohungen und Ähnlichem. Und dann waren wir auf der Seite der Muslime. Natürlich berichtest du dann aus der jeweiligen Perspektive, wo du dich gerade aufhältst. Aber es ist eben dann die Aufgabe auch der Zentralredaktion gewesen, aus all diesen verschiedenen Blickwinkeln ein Gesamtbild zu schaffen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Sie haben gerade Morddrohungen erwähnt und Sie haben auch ein Buch geschrieben, dessen Titel lautet »Ich weiß nicht, warum ich noch lebe«. Wie oft ist es denn wirklich brenzlig geworden in Ihrer Karriere? Na, wenn wir schon beim Slowenienkrieg sind,
Das sind so Daten, die man sich halt merkt. Nicht? 2. Juli 1991, Angriff der jugoslawischen Luftwaffe bei Brežice. Dort waren Panzersperren der slowenischen Territorialverteidigung. Mit meinem damaligen Kameramann standen wir 30 Meter davor. Das war nicht gerade ein lustiges Erlebnis. Ja. Wir sind ums Leben gerannt, um das Sprichwörtliche. Viele Menschen kennen das von ihren Großeltern. Solche Kriegserlebnisse, die bleiben, die traumatisieren einen. Wie geht es Ihnen heute damit? Also ich muss sagen, ich bin damit ganz gut zurechtgekommen. Groteskerweise jetzt, wo ich nicht mehr aktiv bin, träume ich manchmal von Kriegseinsätzen. Und wache dann auf, weil ich seit dem Bildbeitrag nicht fertiggestellt habe. Also wenn Sie das als posttraumatische Belastungsstörung deuten, ist es eine. Aber nicht in dem Sinne wie einer meiner Kameraleute, die dann wirklich Hilfe professionell eines Psychotherapeuten in Anspruch nehmen mussten. Traumatisiert sind natürlich auch viele Menschen im ehemaligen Jugoslawien. Wenn Sie heute dorthin reisen, was ist Ihr Eindruck? Ist dieser Krieg mehr oder weniger verdaut oder sind die Spuren immer noch bemerkbar? Die sind natürlich nicht nur in zerstörten Bauwerken noch immer sichtbar, sondern auch in den Köpfen und Seelen. Und das ist, was der heute etwas schon vergessene deutsche Philosoph Karl Jaspers einmal nach der Tragödie und Katastrophe des Zweiten Weltkriegs gemeint hat, also auf die Deutschen bezogen. Freiheit ist ja nur möglich in Frieden. Und Friede ist nur möglich mit Wahrheit. Und davon sind leider diese Balkanvölker 30 Jahre nach dem Krieg in ihrem Denken noch ziemlich weit entfernt. Damals, 1992, ist die Aktion Nachbar in Not mit dem ORF als Medienpartner gestartet worden, um Menschen am Balkan zu helfen. Was ist denn Ihr Eindruck heutzutage? Tun wir Österreicher genug, um Menschen in Not auf der ganzen Welt zu unterstützen? Ich glaube, das, was damals der ORF mit dem Roten Kreuz und der Caritas gemacht haben, war richtig, weil es gezielt gemacht wurde und weil die Hilfe nicht an die Regierungen ging, sondern wirklich an die Bevölkerung. Es gab natürlich auch damals Diskussionen, also ich kann mich erinnern, als wir mit einem so einer Hilfszüge ankamen in Mostar, da haben sich die Muslime natürlich furchtbar aufgeregt und waren enttäuscht, dass diese Hilfe nur an die Katholiken ging. Also man kann nie genug helfen und meiner Meinung nach helfen wir als reiches Österreich, reich unter Anführungszeichen, aber im Weltmaßstab sind wir das zu wenig. Fritz Orter, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke für die Einladung.